Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Karsenwald. Ich bin hier jetzt gerade bei dem wunderschönen neuen Manitou Gabelstapler, den wir in der letzten Folge gekauft haben. Oder war es schon vorletzte? Ne, ich glaube letzte. Hier die Paletten aufzuladen vom Sägewerk. Um die mit dem Zug nach Elm Creek zu bringen. Damit wir ein bisschen Kohle kriegen wieder. Ja, ansonsten geht es dann wieder in den Wald, weitere Bäume fällen, beziehungsweise noch ein paar aufladen und dann wieder fällen. Und ja, allzu weiter halt. Plan ist es in nächster Zeit dann Landwirtschaft, Land zu kaufen und Gerätschaften. Das wird auf jeden Fall jetzt die nächste Investition sein. Ja, damit wir da anfangen können, weil Richtung Februar, März kann man dann die ersten Sachen anpflanzen. Deswegen wollte ich bis dahin dann ein Feld haben, zumindest mal. Das würde mich sehr erfreuen. Okay. Dann laden wir jetzt hier die Fertigwände noch auf. Eine nach der anderen. Lade nicht doppelt. Das würde, glaube ich, auch von der Höhe her nicht passen. Vom Hallendach. Aber gut. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht hallenmäßig so in so eine ganz, ganz kleine Halle habe mit Tor. Wo wir den reinstellen können vielleicht. Ich habe so einige Gebäude mit drin. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich genau so etwas nicht haben. Weil das nicht gerade 50.000 kostet, sondern einfach nur so 10 bis 20. Aber mit Tor wahrscheinlich unwahrscheinlich. Weil ohne Tor brauche ich auch gar nichts zu stellen hier. Weil an sich sind Hallen hier eigentlich genug Unterstände, sag ich mal. Aber ich würde meine Geräte schon gerne in der Halle stellen. Zumal das Gelände hier noch nicht komplett eingezäunt ist. Was heißt, man könnte den Stapler recht leicht klauen. Naja. Müssen wir mal gucken, ob wir so irgendwas haben. Gut, also aufgeladen ist alles. Dann kurz die Gabeln zusammen. Oder unten habe auch alles. Ja, perfekt. Dann möchte ich mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht so etwas haben. Das sind alles Unterstände. Die erste Halle, die wir haben, hier ist so eine Garage. Small Car Garage. Würde für einen Stapler reichen, das ist richtig. Alles weitere kostet dann schon Richtung 30.000 und ist ein Riesending. Was sich dann somit nicht lohnt. Die hier würde ich ja lieben gerne nehmen, gell? Würde perfekt reinpassen. Noch ein paar Dinger neben dran, würde an sich von der Optik her passen. Kostet aber 37.000, das ist für den kleinen Unterstand. Nee, das kostet auch 50.000, weißt du? Guck mal, sind das kleine Ding, kostet 50.000, die Riesenhalle auch. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts. Was so in die Richtung geht. Das heißt, wir müssen die Garage kaufen. Das müssen nicht, aber das Ding kostet auch 80.000, hey, Alter. Psst. Die kann man nicht aufmachen, weil das Standard-Ding ist. Ja. Alter, gut. Findet man denn überhaupt einen Platz hier? Für dieses Gebäude. Gute Frage, gell? Muss halt auch optisch hinpassen, sag ich mal. Ich fand das eigentlich hier schon ganz guten Platz, weil hier kann ich eh nichts umbauen, sag ich mal. Gut, die Werbewand ist halt ein bisschen dann leider Gottes Verhaltplatzierung. Sehr gut. So. Vorne dran betonieren und alles machen wir noch irgendwann. Erst einmal nur, dass wir hier mal eine Garage haben für Geräte. Fahrzeuge, die wir hier nach und nach mal hinstellen. So eine kleine Halle halt. Damit meine wunderschönen Fahrzeuge geschützt sind. Was ich auch hätte machen können, wäre da vorne in so ein Tor hinzubauen. Da vorne links. Wo die Halle da ist. Warte mal kurz. Ich will mal kurz gucken.
mal so irgendwas haben, so Tore-mäßig. Garage ist zwar ganz schick. Aber man passt zwar auch irgendwie dahin, aber. Warte mal, ich mache das lieber übers Menü. 10.000, genau. Mach, als wäre nie was gewesen. Perfekt. Da war nie was gestanden, okay? Ihr habt nie etwas gesehen. Wunderbar. Ja, optimal ist das Ding davon jetzt auch nicht, aber fürs Erste, für den Stapler, reicht's. Gut. Kann ich den Holzklotz da entfernen? Ne, die kann man in die Hand nehmen. Okay, dann kann er da bleiben. Aber wenn die Rolltore halt kaputt sind, muss man sich halt eine andere Lösung suchen. So, ich sehe nichts. Falsch gelenkt. Dass da das Tor, da man ja da aber reingucken kann, möchte ich bitte nicht, dass man den sofort so einfach sieht. Ich habe hier Anforderungen, Alter. Mein Gott, da wird sich jeder andere denken. Scheißegal, einfach hingestellt irgendwo, gell? Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich bin dann nun mal einer, der das so macht. Gut. Oh, lass mich hier raus. Bin zwar kein Star, aber egal. Guck mal. Wie als wäre hier nichts. Gut, man sieht halt das Tor hier. Ja, mein Gott. Was ist echt für ein komisches Ding hier? Egal. So, Zug. Mein Gott. So lange rumgeböbbelt hier wieder. Spanko wieder drum. Ah ja, gut. Ah ja, perfekt. Gut. Dort sind sie alle drum. Drum müssen wir noch drum machen. Du auch noch? Oder ist hier keiner? Wie, der ist kein Spanngurt. Egal. Gut, das ist, nenne ich mal, eine große Ladung. Alles klar. Motor an. Dürfte so ziemlich dasselbe sein wie die letzte auch. Und Abfahrt. Licht an. Dann ist ein einzelnes Licht beim Fernlicht. Ne, machen wir normal das Licht dann. Nach vorne gucken bitte. Gut, dann machen wir Tempomat rein. Und fahren da mal runter zum Verkauf. Der Waldreis ist ja hoffentlich angekommen. Ja, sehr schön. Der steht jetzt da, wo er hingehört. Perfekt. Dann verkaufen wir den Kram jetzt. Dann gehen wir schlafen. Und dann geht's auf in den Wald. Ein Spanngurt noch da, also alles noch da, alles drum. Perfekt. Ja, Bretter, lange Bretter, fertig war noch ein Spalten. Alles angry. Dann da vorne in der Halle steht ein Stapler drin. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt hier beim Sägewerk mal irgendwas rumladen wollen würde, okay, würde ich ihn nehmen, aber so einfach. Nein. Nö, danke. Aber der Waggon ist jetzt schon ziemlich voll bald, gell? Klar, von den Brettern geht noch ein paar drauf und es gibt noch jeweils eine Palette von den anderen Sachen wahrscheinlich oben drüber noch. Aber hinten ist nicht mehr so viel Platz. Ja, und dann muss man die andere Seite anfangen dann. Oh ja. Oh, da ist Kalk drauf. Auf dem Feld. Ah, mein Gott. Okay. Das hat jetzt gerade zurückkommen. Ja. Perfekt. 90.000. Hui, ja. Na gut, da ist der Kaufpreis vom Stapler auf jeden Fall wieder drin.
Und noch ein bisschen vom Sägewerk wieder. Okay. Kommt denn? Den klappen wir jetzt noch wieder richtig. Bitte. Ich hatte nur mal ein bisschen Abstand zu meinem Sicherungswagen, ne? Dass ich den gleich rumrammel. Das ist ja komplett. Fliegt doch nicht so weit, ich muss den ganzen Weg wieder zurückfahren. Okay, so extrem war es bis jetzt noch nicht. Hallo. Jetzt bitte. Fang dich doch endlich wieder. Komm schon, komm schon, komm schon. Klapp mal wieder aus, vielleicht. Hilft es ja was. Komm schon. Ja. Nein. Also, er ist zwar richtig so alles, aber er steht halt nicht. Mann. Okay. So, jetzt stehe ich zumindest schon nochmal wieder. Und perfekt. Nicht wieder umschmeißen. Heieiei. Anhängen. Hochklappen, bitte. Dann fahre ich den Weg wieder da hoch. Aber nicht mitgerechnet, dass der jetzt so durch die Gegend bummelt. Weil das hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Stelle mal den jetzt da oben ab. Dann gehe ich mal schnell schlafen. Genau, ist eigentlich noch immer Schnee gemeldet? Oder eher nicht so? Wetterbericht. Da. Doch. Januar und Februar ist nochmal jeweils gemeldet. Okay. Ganz schön kalt, Alter. Naja. Gehen wir mal zum Hof irgendwie. Ja, da komm ich raus. Ja, perfekt. Dann bitte einmal in den Bus und schlafen. Nein. Ups. Ja. Nö. Sieht's hier aus? Ich weiß, eine Palette, okay. Und da unten? Oh. Okay, da haben wir wieder ein volles Palettchen. Kartonrolle wahrscheinlich vielleicht auch. Ja gut, aber nicht jetzt. Not yet macht vielleicht keinen Sinn, oder? Egal. Ich drehe jetzt einmal um. Und stelle die Mulde wieder da vorne hin. Genau. Gut. Ist ja dunkel hier noch, Alter. Ja, so ist die gut. Weißt du, was man da machen? Oh, dieser Sound. Nein, vorwärts. Aber der kommt so wunderbar ins Gelände. Kann er den Wagen überall abstellen. Okay. Stütze? Okay. Wie kann ich das Gerät jetzt steuern? So kann ich drehen. So kann ich die hoch und runter machen. So kann ich die rechte Seite hoch und runter machen, okay. Und so fahre ich ihn hoch. Das ist die wichtige Frage, nämlich. Ich glaube, das reicht schon. So reicht schon. Kann ich das Ding im Allgemeinen auch drehen? Nein, okay. Nee, muss ja auch nicht. Man beleuchten ja schon den Anhänger da unten.
Alter. Okay, weiter rüber geht nicht. Machen so. Bagger und alles. Sollte zum Aufladen, denke ich mal, reichen. Das Licht. Okay. Perfekt. Gut, mittlerweile wird es eh langsam hell dann, aber. Trotzdem zum Aufladen. So in der Früh noch. Nicht verkehrt. Aber aufladen tun wir nächste Folge dann. Deswegen lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Abo da lassen, um nichts weiteres zu verpassen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Wahrscheinlich morgen dann. Also, bis dann. Tschüss.